Herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Wie ihr seht, etwas sehr, sehr schön Altes von 1988, Phantasy Star 1, der Vorreiter und erste Teil der Serie zu zum Beispiel Phantasy Star Online, Phantasy Universe, Phantasy Star Universe und so weiter. Es hat damals grandiose Aspekte gehabt oder Teile im Spiel, die werde ich euch gleich auch zeigen. Und deshalb habe ich mich für dieses Projekt entschieden. Als Kind habe ich da schon gespielt und auch so als Teen noch und so weiter. Also würde ich mal sagen, wir legen los oder ich lege los. Ich werde das Intro jetzt nicht ganz übersetzen. Das ist mir etwas zu anstrengend. Ja. Den Herrn, den wir da auf dem Fußboden liegen haben oder liegen sehen, das ist Nero. So wird er genannt. Zwei Wachen stehen neben ihm. Ja, und jemand ruft nach ihm und sagt, er soll nicht sterben. Alice, hör zu. Leslie will unsere Welt zerstören. Ich habe versucht, seine Pläne herauszufinden, aber ich konnte alleine nicht viel ausrichten. Ich habe von einem Mann mit großer Stärke gehört, namens Odin. Vielleicht könnt ihr beiden zusammen Leslie stoppen. Alice ist zu spät für mich, sei stark. So, das ist Alice, die Heldin. Und wir machen uns jetzt auf den Weg und wollen unseren Bruder rächen, weil Nero war ja unser Bruder. So sieht das Ganze in der City aus, aber auch ähnlich sieht es in der Overworld aus. Was zum Beispiel, jetzt kommen wir schon zum allerersten Punkt, was ich grandios fand. Ich werde auch das Spiel mit Komplettlösung spielen, das sage ich von vornherein. Jedoch, die Dungeons werde ich ohne Komplettlösung machen und ohne Hilfe. Und das ist auch so eigentlich der spaßigste Teil, fand ich damals, weil, siehe da, wir durchlaufen die ganzen Dungeons, Labyrinthe in Ego-Perspektive. Das heißt, später werden die Dinger ganz schön groß und es wird ganz schön kompliziert, sich da zurechtzufinden. Und das ist so für mich ein Punkt, der sehr, sehr viel Spaß macht in diesem Spiel. Jetzt gehen wir erstmal hier rein, um eben ein wenig Geld zu holen. Und zwar 50 Mesetas, das ist die Währung hier. Und für diese 50 Mesetas holen wir uns gleich erstmal Heilmittel. Weil wir jetzt erstmal ein bisschen Geld farmen müssen und etwas Erfahrung sammeln. Wie in vielen Rollenspielen auch, werden wir hier eine Partie kriegen. Also wir kriegen noch zusätzliche Helferlein, die wir dann auch leveln und ausrüsten und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, erstmal sind wir alleine und machen uns auf den Weg. So, Cola und Burger sind zum Heilen da. Dann haben wir einen Second Hand Shop, wo wir noch verkaufen können und halt zum Beispiel Feuerzeuge kriegen. Und das hier ist ein Waffenladen. Da würde ich gerne, auch bevor ich weitergehe, großartig. Obwohl, nee, in dem Waffenladen gar nicht. Hier gibt es noch einen zweiten Teil der Stadt. Dort gibt es noch einen Waffenladen, da würde ich ganz gerne einkaufen. So sehen die Städte hier aus. Da ist ein Flughafen. Was nämlich auch sehr schön ist, dieses Spiel besteht aus drei Planeten. Jeder halt mit eigenen Gegnern und Dungeons und so weiter und so fort. Wobei die Gegner sich halt später auch recyceln. Das war damals ja noch nicht so gang und gäbe, dass man hier mega viele Gegner hat. Vor allem darf man ja nicht vergessen, wie gesagt, das Spiel ist schon fast 30 Jahre alt. Aber wie gesagt, seiner Zeit war es in meinen Augen definitiv voraus. Alleine was, wie gesagt, die Dungeons angeht, das war grandios. So, wir sind jetzt, wie gesagt, nur erstmal hier auf dem Weg. Und
wollen ein bisschen Geld farmen und Erfahrung farmen, damit wir ein bisschen mehr ausrichten können hier. Am Kampfmenü seht ihr, oben rechts sind zwei HP-Balken angezeigt. Das heißt, man kämpft sozusagen gegen zwei der Gegner. Man kann mit Gegnern sprechen, wobei ich noch nie mit Erfolg gehandelt habe in dem Sinne. Also, das werde ich auch im Let's Play, glaube ich, nicht ausprobieren. Ja, weglaufen kann man. Und später kriegen wir halt auch noch Zaubersprüche, die wir dann einsetzen können im Kampf. So, dann heile ich mich nochmal. Und hoffe, ich treffe mal genau auf einen Skorpion. Aber auch nur auf einen, weil zwei würden mich definitiv fertig machen. Aber die Skorpione geben für den Anfang ganz gut Erfahrung und auch ganz gut Geld. So. Die geben schon doppelt so viel Erfahrung wie so eine Fliege. Und wie gesagt, auch wesentlich mehr Geld. Habe ich noch eine Cola da? Ja, habe ich noch. Dann gehe ich noch nicht rein. In der ersten... Ja, genau, jetzt kommt so eine Situation. Jetzt muss ich hoffen, dass ich wegkomme. Tue ich auch. In der ersten Stadt gibt es ein Haus, in dem man sich kostenlos heilen kann. Das mache ich mir auch zu nutzen noch. Nur ist es auf Dauer auch halt ein bisschen nervig, wenn man die ganze Zeit jetzt hier im Let's Play alle nach jedem Kampf oder nach jedem zweiten Kampf dann erstmal wieder ins Haus rennt und so weiter. Das kostet halt sehr viel Zeit. Und es wird auch etwas langweilig. Das Gegnerplatt machen wird auch etwas langweilig, aber den ersten Part über kann ich das wohl machen. Und wenn das für mich gleich noch nicht reicht, dann werde ich halt offscreen weitermachen, dass wir im zweiten Part gleich richtig im Geschehen sind. Und dass wir dann halt gleich loslegen mit dem richtigen Spiel und nicht noch hier weiter rumleveln und farmen. So. Wir haben schon mal ein Level erreicht, das ist doch schön. Dann gehe ich jetzt erstmal kurz ins Haus. Jetzt hoffe ich, ich komme weg. Wenn nicht, dann kann ich von vorne anfangen. Das wäre ganz dramatisch. Also. Oh, hat geklappt, gut. So. In dem Häuschen hier können wir uns jederzeit kostenlos heilen. Die bietet uns an, halt, dass wir uns hier erholen können. Und das tun wir auch. Ein wenig schwachsinnig, weil ich habe da oben mein eigenes Haus. Wieso ich nicht mein eigenes gehen kann? Was soll's? So, 20 HP haben wir. Wir haben 57 Mesetas. Das heißt so viel wie, wir müssen noch etwas Geld sparen. Aber wir teilen auch schon jetzt also deutlich mehr aus als vorher. Zumindest gegen die ersten Gegner jetzt hier. Und dementsprechend glaube ich mal, dass wir jetzt auch ein bisschen schneller vorankommen. Die Tatsache, dass wir auch mehr HP haben, macht sich natürlich auch schön positiv bemerkbar. Wir müssen nicht ganz so oft wieder raus. Und sowas gibt es auch. In den Truhen, die die Gegner fallen lassen, können Fallen versteckt sein, die uns dann natürlich schaden. In dem Fall war das jetzt nicht allzu viel. Aber es war Schaden. Ja, die Fliegen, wie gesagt, am Anfang, die sind nicht das Problem. Die Skorpione im Grunde genommen auch nicht, solange sie alleine auftauchen. Aber es kommt halt auch oft vor, dass sie jetzt zu zweit auftauchen und dann wird das Ganze ein bisschen schwieriger.
Na, ich versuche mein Glück nochmal. Ein Skorpion. Das könnte noch gerade so klappen. Das hat wunderbar geklappt. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich unversehrt reinkomme. Aber doch. Sobald man eigentlich hinter diesem Zaun ist, dann hat man meistens eigentlich Ruhe. Das ist ungefähr das Safe-Gebiet. So. Und dann gehen wir wieder raus. Und... ah, wenn wir Glück haben, noch einen Durchgang. Und dann habe ich genug Geld erstmal, um mir mein neues Schwert zu kaufen. Und mit dem neuen Schwert gehe ich dann auch ein bisschen offensiver an die Sache ran, weil die Fliegen mache ich dann meistens mit einem Schlag schon fertig und die Skorpione mit zwei oder drei. Und das macht die ganze Sache dann doch ein bisschen schneller. Was ich immer auch sehr schade fand damals, oder was heißt damals, aber das, was mir jetzt halt sehr stark auffällt. Leider ist es nicht möglich, sie auszusuchen, welche Fliege man angreift, sondern der Computer sucht das aus, weil manchmal ist das strategisch sehr, ich sag mal, fragwürdig, was der Computer entscheidet. Weil dann teilweise noch ein Hit fehlt und dann hat man den Gegner fertig. Oder einen der Gegner und wird kassiert weniger Schaden und dummerweise greift dann den anderen an und man steht da und kassiert trotzdem noch von zwei Schaden, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre. So. Ich mach mich mal eben auf den Weg, wobei ich glaube, die lassen mich gar nicht durch. Dann muss ich den äußeren Weg nehmen. Nee, die lassen mich noch nicht durch. Dann muss ich den Fußweg nehmen und laufen. Was die Musik anbelangt, zumindest in den späteren Dungeons gibt es einige Sachen, wo ich denke, wow. Das war damals also auch sehr, sehr cool. Nein. Das will ich alles nicht. Nein, das möchte ich auch nicht. Mal gucken, wie viel ich brauche. So, hier gibt es das neue Schwert. Für 75. War das das Eisenschwert, was ich wollte? Ja. Dann haben wir das Eisenschwert mal mit. So. Können auch gleich mal vergleichen. Wir haben jetzt einen Angriff von 14. Ja. Und wenn wir das Schwert benutzen, haben wir einen Angriff von 22. Also einen Angriff um 8 gesteigert. Was zumindest für den Anfang ganz gut ist. Und mir hoffentlich gleich mal ein bisschen weiterhelfen wird. Das werden wir jetzt noch am letzten Gegner sehen. Oder mache ich auch einen Schnitt. Wenn da mal ein Gegner kommt. So, ein Schlag und das reichte. Also es macht schon einen gewissen Unterschied. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt einen Schnitt. Werde mal noch ein bisschen Geld sammeln, weil ich noch ein bisschen Geld brauche, um die Story weiterzubringen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss.